Moin Leute, Slava hier am Start vom Kanal Sinnlos Nerd. Diesmal wieder mit einer Live-Aufnahme von der Erde, genauer gesagt von gewundenen Bucht, denn hier befindet sich Xur. Mal gucken, was der alte Sack da so dabei hat. Bin ich echt mal gespannt. Können wir So, reden? kann es ein Pflichtkauf werden? Alter Falter, habe ich noch nicht. Geile Scheiße. Ja, Schwingen der Wachsamkeit. Das ist ein Impulsgewehr, was eine 5-Schuss-Salve verteilt. Also das Ding feuert 5 Schüsse auf einmal. Fette, krasse Kacke. Also das Ding ist auf jeden Fall sehr cool. Natürlich jetzt nicht die beste PvP-Balance für Impulsgewehre, aber das kann sich stetig ändern. Also auf jeden Fall mitnehmen. Richtig geiles Ding. So, was haben wir hier noch? Feindfinder, ja, das kennen wir schon, hatte schon Xur einmal mitgehabt. Finde ich relativ schade, dass er schon wieder ein Item dabei hat, ja, was er vor kurzem erst dabei hatte. Dann haben wir hier, also kauftechnisch auf jeden Fall kaufen für den Jäger, falls man es noch nicht hat. Dann haben wir hier eine unüberwindbare Schädelfeste für den Titan. Wie schon in Jahr 1, nicht ein bedeutendes Item. Es ist auf jeden Fall okay. Sorgt nämlich dafür, wenn Arcus Nahkampffähigkeiten Kills verursachen, regeneriert ihr einen ganz, 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 ganz kleinen Teil eures Lebens. Also es ist wirklich sehr minimal, was dabei rauskommt. Und Nahkampfenergie wieder her. Also ja, Kills mit Arcus Nahkampf stellen Arcus Nahkampfenergie wieder her. Naja, ne? Nicht so ganz berauschend auf jeden Fall. Ist ein Item, kann man nehmen, braucht man aber nicht. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus mit dem Warlock-Helm. Denn dieser Helm verursacht leere Schadenkills, erhöhen Nachladerate von Fähigkeiten. Man kann das Ding sogar Fokus ungebunden spielen, wenn man eine leere Energiewaffe dabei hat und eine leere schwere Waffe dabei hat. Also eine Powerwaffe hat. Diese Waffen sorgen ebenfalls dafür, dass eure Fähigkeiten schneller einen Cooldown zurückbekommen. Das merkt ihr sofort, sobald ihr dann einen Kill verursacht. Dann habt ihr auf einmal plops circa 30% eurer Energie wieder zurück. Also wenn man mehrere Kills macht, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Item. Wenn ihr das Ganze natürlich noch mit einem leeren Fokus beim Warlock nutzt, dann ist es natürlich noch effektiver, bekommt ihr noch schneller eure Fähigkeiten zurück. Auf jeden Fall ein gutes Item, kein perfektes Item, aber ich würde jetzt mal sagen, auf jeden Fall mitnehmen, falls man noch nicht hat. Sieht auf jeden Fall auch verdammt geil aus, muss man sagen. Es ist ein sehr optisch schön gelungenes Item. Mitnehmen, nicht unbedingt mitnehmen, mitnehmen und das hier, je nachdem, wenn man auf Impulsgewehr steht, kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre es jetzt erstmal schon von meiner Stelle aus. Vielen Dank fürs Liebe Zuschauen und man sieht sich Mädchen, im weiteren du bist Video. getan. Ciao, ciao! Das ist